Knapp 100 Meter südlich der Einmündung Klingelholl ist heute gegen 11 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen. Die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Unter anderem ist ein kleines Kind aus dem Obergeschoss gerettet worden. Letzten Meldungen zufolge sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Weil Fassadenteile auf die Straße stürzten, war die Westkotter Straße lange Zeit gesperrt. Zur Brandursache und zur Schadenssumme liegen bisher keine gesicherten Meldungen vor.